Dann begrüße ich euch recht herzlich zu einem weiteren Test aus meiner Klasse 1 Serie. Heute der Panda-Artikel Magic Spinball. Vorne die große Bezeichnung Gustav Peter 1531. Was ich ganz interessant finde, wir haben hier keine NEM-Angabe drauf. Und dementsprechend schauen wir doch mal, ob wir drin eine Information finden. Jo. Keine weiteren Informationen. Gibt es in Rot. Alle anderen fünf sind in Grün. Standardgemäß aufgebaut wie alle anderen Kreisel. Gucken, ob wir das hier raufbekommen. Jawohl. Warum die jetzt rot und grün sind, kann ich euch ehrlich gesagt gar nicht beantworten. Ich würde einfach mal sagen, wir gehen damit raus und gucken, was die guten Dinger können. Und bis dahin würde ich sagen, haut's da rein.